52 Passagiere an Bord, die auf eine 14-tägige Reise zum Nordkap gehen. Dieses Schiff macht insgesamt 6 Reisen, ist am 10. Juli wieder zurück in Hamburg. Und die Stationen, die angelaufen werden, in Norwegen, Lysefjord, Geiranger Fjord, Hitra, der Svartisengletscher, die Lofoten, Trollfjord, Lyngen und Jökelfjord, dann geht es zum Nordkap. Und der Berg Trollhättan steht auf dem Fahrplan, außerdem Fjärland, und dann geht es zurück nach Hamburg.